Hallo Freunde, heute stelle ich euch mal Contagion vor, was so viel heißt wie Übertragung, glaube ich. Ein Zombie-Spiel, ein neues, das gerade in der Beta ist. Das gibt es gleich Gameplay von mit Cori und mir. Der Esel ja immer zuletzt. Ich hätte das für falsch rum gesagt gerade. Vorher noch kurz zu den Optionen. Die sind sehr gut. Also bei Video, ich habe es gerade gefenstert, weil sonst beim Raust haben das Spiel ab und zu mal abstürzt, weil, wie gesagt, Beta. Ansonsten. Ich bei mir eher die mittleren Einstellungen, weil wegen Aufnahme und so ruckelt es uns ab und zu und der stellt den immer wieder runter und ich weiß nicht warum. Ich habe es noch nicht erkannt. Naja, wie gesagt, Beta, ansonsten sehr viel einzustellen. Sehr angenehm. Also ich liebe das ja, wenn es viele Optionen gibt. Gerade bei den Mauseinstellungen, man kann es auch mit Gamepad spielen, aber Mauseinstellungen, man kann die Sensitivität, witzigerweise ist es noch auf Englisch, der Rest auf Deutsch. Getrennt einstellen, also wenn man zielt und wenn man normal rumläuft, kann man die Maus-Sensitivity getrennt einstellen, das finde ich ganz nett. Umkehren, wie man will, Mausfilter an, aus, wie auch immer, ist auch alles am Anfang disabled, das finde ich sehr angenehm. Plus, was für mich wichtig ist, ich benutze nicht das QWERTY-Layout, sondern ein anderes, ist bei mir immer VIUA zum Laufen, da wo bei euch das WASD, glaube ich, ist. Ist für mich also extrem wichtig, dass ich erst einmal umbinden kann. Hier kann man auch alles Mögliche rumdödeln. Ist hervorragend, wirklich hervorragend gemacht. Man kann die Knöpfe leider nicht doppelt verwenden, also mit zwei Befehlslaufen, dass ich jetzt die Pfeiltasten oder so drauf mache, ist noch nicht drin. Vielleicht kommt das noch. Sound auch hervorragend, gibt Ingame Sprach, bla, der ist hervorragend, funktioniert super. Ich habe auch den Untertitel noch mal eingemacht, auch wenn es noch keine gibt. Das gerade weggemacht, weil die Musik mir sonst die Ohren wegbläst hier im Menü. Komischerweise, als wenn ich hier bin und labern, ist die Musik mir zu laut. Und dann kommt es auch in die Aufnahme rein, da habe ich gerade keinen Bock zu. Ansonsten Multiplayer kann man natürlich noch sein Phone-Background einstellen. Das finde ich hervorragend. Wie Ringtone-Mode. Ja, alle. Cool, man kann sogar noch einen Ton einstellen oder was. Das ist ja witzig. Geht nicht. Okay. Hints enabled, ja. Colorblind Mode gibt es in der Tat sogar. Gore High natürlich. Hallo, wir sind hier. Ne? Wunderbar. LAN Games Automatic Detour, das finde ich super. So, das dazu gleich vom Gameplay. Mit Cori und Mia. Das haben wir gestern schon mal aufgenommen. Das war. Wir haben es gespielt. Ich muss kurz gucken, wie lange hat die Aufnahme gedauert. 38 Minuten, das war echt anstrengend. Also, ich mit meinen Paras, das geht gar nicht. Ich bekomme immer Paras, wenn ich im Singleplayer spiele. Spiel ich kriege auch mal Minecraft-Paras. Also, von daher ist es nicht irgendwie so ein Gruselfaktor, dass ich in der Memme bin. Sondern, wenn ich in so einem Spiel bin, dann merke ich die Umwelt um mich nicht mehr, sondern ich habe nur noch halt so einen Tunnelblick auf den Monitor und. Fühle mich da rein und dann kriege ich, also auf Schultertippen darf mir dann überhaupt nicht, dann raste ich völlig aus. Aber das war ein persönliches Problem. Mehr zum Spiel gleich. Da ist er. Guten Tag. Cool, es wird auch nicht über dir angezeigt, sondern links an der Ecke. Alles klar. Hallo. Wir haben es jetzt mal hingekriegt. Es ging nur über Ja. direkte IP-Verbinden zurzeit, warum auch immer. Ich habe mir Glatze, ist hier nicht hübsch. Ja. Und du hast auch noch dein Larry's Diner Burger T-Shirt an. Geil. Was ist denn hier? Das will ich mitnehmen. Nee, kannst du leider nicht. Dann hättest du einen gelben Rahmen drüber. So, So, ich folge dir mal. Cory wird mir mal die große Tour jetzt hier geben von dem Spiel. Oh, da kommen auch schon die ersten uns entgegen. Zerklöppeln hier links von uns die Tür. Ah, Vorsicht mit rechter Maustaste ranvisieren ist dir sicherlich bekannt. Ja, ich wollte die ehrlich. Kann man die im Nahkampf umbringen? Nicht so Mit einfach. V hast du einen Nahkampfangriff, aber dann kriegst du definitiv auch Schaden rein. Ich hab's nämlich auf dem Mausbutton. Muss man dir den Kopf schießen? Wäre sinnvoll. Aua, 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 aua. Oh, Kacke. Ach ja, Spray and Pray ist eine ganz schlechte Lösung. Aber ich muss mal nachladen.
Munition ist ein Warte mal. wertvolles Gut. Ich muss dann den Sound tatsächlich noch ein bisschen weiter hoch machen. Okay. Ich hab dich kaum gehört jetzt. So. Dann höre ich die Zombies vielleicht auch mal. Ach du Jetzt gehen wir als Scheiße. erstes mal hier rechts rum. Ich höre was links hinter uns. Das ist natürlich, also 5.1 klappt schon mal, das ist sehr beängstigend. Hier auf dem Tisch liegt schon mal Munition. Die kann man mitnehmen. Das ist für einen Colt, Ich habe nicht Colt-Pistole. ganz begriffen, wie ich jetzt grabbeln kann. Mit E. Ist bei mir nicht eh. Ich muss mal eben in die Option natürlich nochmal rein. Ey, man kennt mich, ja, ich bin doof. Welcher Knopf ist denn das? Crawl, Primary Attack. Use Pickup ist natürlich nicht belegt. Das ist natürlich sehr großartig. Anwenden. Dankeschön. Ja, ich bin ein Vollnoob. Sehr laut. Also die Pistole. So, ich habe noch 20 Leben, das ist nicht gut. Ist auch einige Treffer abbekommen. Werden das nicht mal vorgehen. Hier geht die Sirene, das ist nicht so gut. Heißt auf jeden Fall, dass sie Zombies anlockt. Also Geräusche locken Zombies auf jeden Fall schon mal an. Boah, ist ein bisschen sehr dunkel hier, ey. Will hier gar nicht sein. Klo checken oder was? Na, manchmal liegt hier mit Glück Munition. Hier ist natürlich jetzt nichts. Die kann man nicht öffnen übrigens. Gut. Man kann auch nicht alle Türen unbedingt immer öffnen. Das Lass mich ist. zuerst gehen. Vorsicht. Da ist einer, warte. Ich schieße mich besser als du. Oh, das ist nicht gut hier. Oh. Ich krieg total die Paranoia, es geht gar nicht, ey. So, Worauf ah, gehen hier ist wir? ein Magazin theoretisch für unsere Pistolen, die wir haben. Das ist rot hier, aber ich kann es nicht auswählen. Was ist denn da? Hinter dem Stuhl in der Ecke, da liegt ein Magazin. Ich kann es nur nicht aufheben. Muss mal gucken, ob du es kannst. Nee. Ja, das ist also noch ein Bug, weil theoretisch wäre das die Munition, die wir für die Pistolen hier brauchen. Ja, ich habe noch 11 Schuss. Ich habe noch 25. So. Wie machst du das Flashlight an, verdammte Axt? Mit F habe ich es an. Muss ich mal irgendwo belegen, warte. So, jetzt haben wir gerade das Wüt gekriegt. Nee, überhaupt nicht, komm. Wenn du B drückst, kannst du jetzt dein Handy rausholen und Ah. kannst dann mit rechter Maustaste das auch näher ans Bild ranholen. Ha! Und kriegst dann deinen nächsten Hinweis, was du machen musst. Nein, das habe ich dir mal eben mal so zugemacht, ja? Willst du hin? Wo müssen wir denn jetzt hin? Kann man hier nicht rein? Nee. Ach, wir müssen den Schlüssel holen, ja? Genau, dafür müssen wir jetzt einen Schlüssel finden. Wie soll man den denn finden, ey? Hier auf dem Tisch lag eine Colt. Jetzt, so, da ich jetzt eine Ich höre Colt hier habe, was. hier ist ein, hier unten liegt eine Assault Rifle am Boden. So, jetzt drück mal bitte J. Das bringt bei mir nichts. Ich habe die Doch, jetzt gehst du mal mit, guck mal, was da am Boden liegt. Du hast nämlich jetzt die Munition fallen lassen, die du Ah. nicht benutzen kannst. Und das ist nämlich die, die ich für die Pistole Da ist brauche. hier jemand hinter, das sehe ich am Schatten. Pass auf. Ja, ich bin beim Türöffnen umgeschmissen. Okay, hier liegt mal nichts am Hinter Boden. einem immer die Tür zu machen, denk dran. Lass mich zuerst durchgehen. Ach nein, mach natürlich nicht.
Hier ist auf Station 2 hinter der Tür, den höre ich jetzt schon. Ja, wir können mal Dahinter im gucken. Raum auch. Ich weiß nicht, So, wenn du könnt ihr hier durch das reinkommst, Loch kannst du durch? gleich sehen, dass das hier drüben ist. Aha, durch diese Gitterfenster kann man übrigens durchschießen. Okay. Ist eine angenehme Methode, um ein paar Zombies zu reduzieren. Na, lass mich Hier liegt durchgehen. eine Feueraxt, die nehme ich mal mit. Ich sehe hier überhaupt nichts, ey. Du hast Warte halt mal. den Flashlight nicht an. Ja, Sekunde eben. Ich gehe nochmal in die Option. Wo ist die Flashlight denn? Graffiti-Logo. Wäre ganz gut, wenn ich mir sagen könnte, wo in etwa das ist, aber das weißt du bestimmt auch nicht. Toggle F. So. Gefunden. Ja. Hier ist die Tür verbarrikadiert, okay. So, hast du noch Platz? Wir haben ja 4 Slots, dann kannst du hier schon noch den Feuerlöscher hier einpacken, falls mal irgendwas brennt. Ernsthaft? Ja, braucht man den, um den Weg frei zu machen. Okay. Hier ist noch eine Tür, was dahinter? Da kommen wir her. Ah. Ernsthaft? Echt voll Noob. Hier liegt noch Munition für die 9 mm auf dem Tisch. Wenn du jetzt die Pistole einfach normal, als wenn du sie aufheben wolltest, anklickst, nimmst du die Munition raus. Okay, das hat natürlich Stil. Ja, und wenn ich jetzt ein Mouse-Over drüber mache oder du das jetzt machen würdest, würdest du sehen, dass sie rot ist. Das heißt, dass Ja, sie genau, zu leer. Hause ist. Genau. Da ist Tür, hier ist alles verbarrikadiert. Ja, jetzt sind wir theoretisch in dem geschlossenen Innenraum vom Start. Da drüben ist der Start. Ach, okay. so Was ist jetzt hier? können Hier ist noch eine Tür, wir okay. hier liegt noch Munition 9 mm auf dem Oh, die Tisch. Rechner laufen noch, wa? Was hat denn der hier aufgehabt? So, hier wo ich jetzt gerade bin, ist noch Munition auf dem Tisch für die 9 mm. Sehe ich alles nicht, ne? Es ist ein Spiel, das ist zu schwierig für mich. Wenn man durch Evil war. Er rennt mit seinen 20 Lebenspunkten noch immer voran. Ja, es gibt so Ecken, wo ich jetzt weiß, da kann ich reinrennen, ohne dass mir was passiert. So. Hier noch was liegen? Nö. Ja, Schere. ich stelle mich mal vor die Tür und du darfst die Schlüssel suchen. Ich darf die Schlüssel suchen. Ja, du musst diesen Raum nicht verlassen. Ich weiß, wo sie sind. Das hat bei mir beim ersten Mal spielen echt gedauert, bis ich gemerkt habe, wie man diese Schlüssel findet. Kalt, Schlüsselkasten. kalt, wärmer, kalt, wärmer, kälter, ganz kalt. Ah, wärmer. Ah, kalt, no, wieder noch kälter. Wärmer, wärmer. Oh, heiß, heiß, heiß. Ja, das sind die Schlüsseldinger. Okay. Jetzt können wir da, wo wir Du eben sollst doch mal. nicht die Schlüssel in die Hand nehmen, du Kasperkopf. Aber Inventory ist doch dafür da belegt, ne? Ja, genau. Die Schlüssel brauchst du tatsächlich sogar. Deswegen, man muss sich auch überlegen, was mit. Jetzt kommst du jetzt wieder hier hin, wo wir eben an der Tür waren und nicht durchgekommen sind. Also, du merkst jetzt schon, das ist jetzt am Anfang der erste Bereich. Und auch schon recht unübersichtlich gestaltet. Ach, muss ich Schlüssel in die Hand nehmen oder was? Ja, muss mit dem Schlüssel und dann Linksklick und so. Tada. Tatsache. Ist ja relativ cool gemacht, ne? Ja. Oh, auf der Bank keine Munition diesmal. Erstmal gucken, ob irgendwo Waffen oder Munition liegen immer. Hier ist 9 mm Munition auf der Fensterbank. Sekunde, das ist ein roter Knopf. Den würde ich nicht drücken. Soweit da nicht irgendwie. Also, obwohl den. Was gibt es so Sachen? Das ist die 9 mm, genau. So, hier ist Ja, warte, einmal. ich lade eben meine Waffe durch. Genau. So, zum nächsten Lerneffekt. Hier siehst du, wo ich vorstehe. Dieses helle weiße Leuchten ist der Indikator für, das kann man benutzen. Okay. Das könnte eine Tür öffnen.
öffnen wir mal eine Tür. Ja. Jetzt gehst du hier weiter zurück, da siehst du, da ist noch so ein Teil. Hier, wo ich jetzt bin. Mhm. Auch noch wieder. Okay, so, jetzt gucken wir schon wieder die nächste Handy-Info. Guck mal, ich kann sogar draufdrücken. Haha. Ja, ist total super, oder? So, und wie du siehst, jetzt kommen hier die Zombies an, vor der Tür, die du zum Glück ja zugemacht hast. Und fangen an, diese Metalltür zu kloppen. Die dauert etwas länger. Kriegt auch nur ein kleines Loch und fällt dann aus dem Angeln. Wir können uns jetzt hier auf diese Seite stellen, zur Tür schon rüber zielen und dann... Und die kommen jetzt durch die... Oh. Ja, normalerweise fällt die Tür ganz toll um. Ja, ist irgendwie jetzt... Ist meine Muni auch dafür aus. Ja, muss man halt auch eher vorsichtig im Einzelfeuermodus benutzen, damit einem die Munition nicht so ausgeht. Wow, geh weg da. Oh, oh. Muss nachladen. Ich glaube, die haben uns gleich. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Einfach einen Augenblick warten, wir starten gleich wieder von neuem. Deswegen, nächster Lerneffekt. Schnell rein, Zeug greifen, Schalter drücken, schnell raus, dass man sich bewegen kann und ausweichen kann. Oh, guck mal an, Schrotflintenmunition hier. Die überall Munition gelassen haben. Jetzt startet das alles von vorne, oder? Genau, du bist jetzt wieder direkt am Anfang, es fängt neu an. Alle Spieler waren tot. Ah, okay. So, wo wir gerade von Feuer gesprochen hatten eben, siehst du jetzt, da hinten brennt's schon. Ja, oh, links. Und noch so ein Dödel. Ach, den Zombie lassen wir mal die Barrikaden da umhauen, genau. So. All clear. Nee. Geh schon mal das Büro rein. Was Interessantes hier? Nö. Nicht mal Munition diesmal. Ah, ich geh die Tür nicht zu. Ja, die Tür ist ja auch zwangsweise schon die ganze Zeit offen. So, hier können wir natürlich jetzt noch nicht weiter rein, weil wir keinen Feuerlöscher haben. Na sicher, da renne ich aber durch. Aber mein Schrei, als ich gestorben bin, war auch witzig, ey. Allein, nein, 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 ah! Na, das ist, ah! Kriegen wir ja noch schnell kaputt, ey. Ja, man ist halt empfindlich. Vorsicht, da ist, weiß ich nicht, welche hinter, ist aber egal. Lass ihn doch. Wissen du. Ja, im Befragungsraum ist ja die Munition in der Ecke gebackt. Normalerweise liegt die auf diesen blöden Telefon. Wo bist du hingerannt, Alter? Hinter dir. Das waren Zwillinge. So. Ob die Guard Station wieder verschlossen ist. So, wenn du jetzt hierher kommst, genau, wo wir eben waren. Ich bin hier gerade am Looten. Also, ich renne natürlich gerade wieder alleine weg. War was Tolles da? Nee, ich hab nichts gefunden. So, wenn du jetzt mitkommst. Also eben sind wir hier gestorben bei der Guard Station 1, weil von hier die ganzen Zombies kamen. Wie du siehst, ist dieser Eingang jetzt total dicht gebaut. Das heißt, wir müssen da nicht lang. Genau. Jetzt kriegen wir die Info, wir brauchen Schlüssel. Teilweise ist die dann auch nicht verschlossen übrigens. Hatte ich auch schon. Da waren nur Bretter davor. Okay. Ja, also die macht es natürlich interessant, ne? Jetzt musst du hier allein gehen. Genau, also die Wiederspielbarkeit ist halt extrem hoch dadurch, ne? Ja. Hier ist so, hier ist eine Submachine Gun. So, den gehen wir mal hier hin. Ich hab die nicht gesehen vorhin, weißt du das? Zack, entladen, wegwerfen. Und hier hinten durch. Ist wieder offen hier, die Guard Station. So, ich habe wieder einen Colt Revolver. Das ist gut, glaube ich.
Da liegt auf der Bank 9 mm Munition. Die hab ich jetzt sogar mal gesehen. So, ich nehme diesmal den Feuerlöscher mit. Wegen Feuer da hinten. So. Achtung, jetzt fliegt da eine Uzi hin. Warum? Für mich? Lass sie liegen. Keine Moon? Sie hat keine Lampe und sie ist doof. Viel interessanter ist das, was ich gedroppt habe. Da liegt jetzt die Munition für dich. Ja, das ist relativ viel. Soll ich noch mehr? Ja, weil ich halt jetzt mit der Colt rumlaufe. Ich habe jetzt zwar nur 21 Schuss gerade, aber das muss reichen. So verrückt. Lass mich doch die Einzelnen töten, wenn du sowieso so wie die Munition hast, so knack auf. Oh, passt schon. Toll, ein bisschen Gehirn in der Ecke, aber das war's auch. Nicht mal Schlüssel. Gucken, wo jetzt die Schlüssel zu finden sind. Puh, das war ein bisschen aufreibend, ey. Meine Güte. Ja, es ist, wenn du jetzt noch vorstellst, das spielst du mit irgendwelchen Vollsäppeln. Die ganze Zeit noch kreischend durch die Gegend rennen, dann ist es teilweise echt anstrengend. So, ich habe jetzt nämlich zack. Angeber. Ich habe eine Schrote gefunden. Die lag da. Ach, das hast du aus dem Popo gezogen. Na, ist aber auch noch ein Feuerlöscher. Boah, wir haben ja einen, das reicht ja. Machen wir vor allem beide mehr Slots frei, weil ich jetzt Feuerlöscher hab und du den Schlüssel. Ich hab eh genug frei. Wird auch noch einen mitgenommen. Boah, kann man ja relativ schnell loswerden. Willst du Feuer löschen? Dann kannst du das auch gleich mal machen. Ich mach erstmal die Türen zu. Tja. Noch an den Stellen hier geht das noch. Es gibt später, wenn wir in den Büros sind, da gibt's dann Stellen. Ich verstehe die Frage, Chef. Der Stand ist Feuer. Wenn wir in den Büros ankommen, da gibt es Stellen, wo ich die Türen auch zumache. Wieso? Weil sonst zu viele Zombies kommen. Oh. Willst du sicher noch deinen Feuerlöscher mitnehmen? Granate? Granate? Ich weiß gerade nicht, wie ich meinen Feuerlöscher wegschmeiße. Standard ist G. Ich hab's unbelegt. Ich muss eben kurz reingucken nochmal. Drop Current Weapon ist eigentlich das Richtige, was ich da gerade die ganze Zeit gedrückt habe. Geht nicht. Hast du den Unload genommen oder den Drop? Den Used. Den, was man gerade ausgerüstet hat, wegschmeißen. Das ist Drop. Ach da, nee, dann Drop ich ist Droppen und Unload. Ach, das war Drop Current Weapon Ammo. Ich muss drücken. Ein bisschen laut, ja? So, ich habe jetzt auch mittlerweile 34 Schuss für die Colt, dementsprechend. Geht da was? Kommen da rein oder was? Weiß ich nicht, ob man da rein kann. Also ich glaube, ich bin da bisher noch nicht einmal rein. Müssen wir einen Schlüssel ausprobieren? Nö, ist anscheinend so. So hier. Die Doppeltür hier brauchst du gar nicht erst versuchen, die ist immer zu. Okay. Da sind wir noch nicht. Die wird später erst geöffnet. So. Ich habe mich total verirrt. Guard Station 1. So, Türen offen lassen. Jetzt erstmal looten. Falls es was gibt. Machen. Scheiß Stuhl, der auch in der Mitte liegt, im Weg, ja. Mensch, das ist ja ganz schön leer hier. Ist nichts, ne? Ich hab nichts gefunden.
Normal, sagt er. So, jetzt müssen wir noch die Kontrollen benutzen, genau. Die hier? Ja, die war so hell. So, und jetzt sollten wir uns bewegen. Nach links durch. Genau, wir gehen jetzt wieder zurück. Jetzt gehen wir direkt wieder Richtung Start. Wir müssen nämlich jetzt über Zellenblock A gehen. Das ist natürlich jetzt wieder eine Sache, das weiß ich, weil ich es halt schon gemacht habe, ne? Moment, muss ich, doch, ja, wir sind hier richtig, genau, müssen hier lang. Da ich jetzt natürlich die Karte schon ein bisschen gespielt habe und weiß, wo die einzelnen Blöcke sind, ist das natürlich etwas einfacher. Tatsächlich, weil die Karten halt auch echt groß sind, ja. Wie du siehst, wir sind jetzt gerade immer noch im Startbereich sozusagen. Mhm. Wir werden ihn gleich erstmal in den zweiten Bereich verlassen. Okay, hier Fotomachapparat immer. Wollen wir noch mal gucken, vielleicht. Ah! Mein Gott, der war direkt hinter der Tür, du Knaller. Check doch mal, ob du reingehst. Hier ist ein Baseballschläger. Das ist natürlich nett, gib mal her. Komm, jetzt gibt's Kloppe, Junge, aber hat auch kein Flashlight dran. Yeah. Kriegst du hier auf? Da ist ein Zombie direkt hinter der haut gerade auf die Tür ein, dann kannst du die Tür nicht öffnen. Oh, einer? Ja, einer und seine Familie und Freunde und Nachbarn. Ja, da wollte ich jetzt auch mal gerade nicht mit dem Totschläger beigehen, bei dem Messer. Oh. Ja. Vor allem ist das so eine Sache, vorwärtsrennen, draufhauen, rückwärtsrennen. Mach den Ding kaputt. Oh, Stamina hat's auch, ja? Mhm. Warte. Du siehst, du bist jetzt auch ziemlich low HP und so. Ja, ja. Aber ich hatte keine andere Wahl mehr. Aber... müssen wir nachladen. Zwei Schuss. Weil die waren zu nah dran, die habe ich mit Pistole nicht erwischt. Mhm. Der Vorteil ist, die Tür recht lang gehalten hat, so hatten wir weitaus weniger, die wir direkt verteidigen mussten. Ja. Fall um. Los hier, ey. Ah, Zombie-Kuppel, das hatte ich ganz vergessen. So. Da war noch was! Probleme! Ja, komm hierher, dreh dich um und lauf. Direkt hier. Ich muss doch irgendwas ausprobieren. Hinter dir! Da hat's gerade gerumst. Hast du etwa eine Granate geworfen? Ich musste sie ausprobieren. Ja, nachvollziehbar. Musste ich auch beim ersten Mal. Muss nachladen. Kriegst du auch so selten, ey. So. Licht wieder anmachen und nachladen. Ey, komisch. Ich kann mich nicht verstecken und mein Health geht wieder hoch. Und du bist bei 20. Ja, eben. Hier wird wohl keine Munition in den Zellenblöcken sein, ne? Ich hoffe nicht. Hab die noch nie durchsucht. Es können Zombies manchmal drin sein. Ah, brauchen wir auch nicht die Munition, wenn hier welche wäre. So, jetzt sind wir nämlich durch Zellenblock A. Boah, ich wollte erst noch eine Pause machen. Pause, ey. Du hast einen Schlüssel, mach mal die Tür links neben uns auch mir auf. Nee, da sind noch ein paar Gegner. Geh rein. Tür ist auf.
feige Sau. Direkt nach hinten durchgehen. Warum tun wir das gerade? Munition, Waffen. Oh. Ja. Die benutzt auch die gleiche Munition wie die Pistole übrigens. Also. Vorsichtig sein dabei. Super Sache, dass hier natürlich jetzt so wenig war. Ich habe noch 8 Schuss. Ärgerlich. Naja, ich habe noch 15 Schuss für die andere Pistole. Mal lass mich vor. Ja, wir sind ja so zweit. Oh, die sind durch eine geschlossene Tür gelaufen. Tough call. Hier ist nix oder was? Moment, warte mal kurz. Jetzt muss ich mal eben sehen, dass ich. Boah. Suche. Ich hab Herzkasper, ey. Ich kann sowas nicht haben. Ach, für mich oder was? Ich hab nochmal 20 Schuss. So, Papa hat eine Feueraxt. Du bist gerade durch eine geschlossene Tür gelatscht. Ich weiß. Ist ein Bug. Eigentlich ist die Tür umgefallen. Ach so. So. Wie sieht's aus? Du hast ja auch, genau, du warst ja auch lowlife. Du musst ja tatsächlich die Medizinstation mitnehmen. Machen wir am besten als erstes. Ich bin erst im Essen gekriegt. Mann, wie ich nicht sterben wollte, weil ich sie nicht getroffen habe. Sie hätte doch beim Vorbeischießen schon umfallen können. So, ach ja, genau, hier kann man ein bisschen. So, da haben wir den ersten rausgelockt. Soll ich ihn mal töten? Ja. Und da rechts. Ja, eine Sekunde. Du bist umgeschmissen, du Sau. So, und jetzt kommt nämlich das nächste Witzige. Oh, wenigstens. Ah, das Wichtigste haben wir schon mal. Was denn? Moment, das ist, liegt da auf der Bank. Mach und ich kümmere mich gleich drum. Wenn du was weggeschmissen hast. Ich habe jetzt so eine lustige Minigun hier in der Hand. Ja. Oh. Praktisch. Das ist abgeschlossen, okay? Genau. Und dafür braucht man einen Bolzenschneider. Warum hat man sowas nicht direkt am Mann? Zombie-Apokalypse. Wir haben erstmal ein paar Freunde hier oben. Oh, ein Tod. Oh, Kacke, ich muss doch mal weg. Aber lass das mal. Ja, gut, dass wir uns nicht gerade geheilt haben. Übrigens bin ich wieder genauso down wie vor eben. Ah. Die lädt nicht automatisch nach, die Hure. Es ist ein sehr schönes Spiel. Das Spiel lädt mit Absicht automatisch nicht nach. Ja. Deswegen das weist dich auch in mehreren Tooltips immer wieder drauf hin. Das ist sehr schön. Achso, ach ja, die Menge der Zombies skaliert übrigens mit der Spielerzahl. Das ist auch nett. Ha! Ha! Hast du das gesehen? So, hier. Du musst auf dem Dach zuerst. Ich will einen Baseballschläger mit Licht dran. So, ready für Zombie-Apokalypse? Geh ein paar Meter zurück. Ausdünnen die Jungs.
Ja. Muhaha. Ja. Okay. Ja, jetzt kannst du dich einmal mit dem Zombie da sein Genau, das vertraut ist. machen. Ich versuche dann mal weiter zu überleben. Ich habe jetzt da wieder ein bisschen Waffe und Munition. Das ist, Ja, mach das mal. Hatten wir, ja, wir hatten wenigstens theoretisch Glück gehabt. Oh, ich kann Infrarotsicht anmachen, das ist natürlich nett. Ja, ich hätte gar nicht so wenig Munition übrigens. Ja, 50 Schuss waren es eben noch. Nicht irgendwo Okay, jetzt kann ich hier so Munition. rumrennen. Jetzt kann ich hier so rumrennen. Ich finde mich dort natürlich nicht zurecht, weil ich Aber du die Levelbereiche halt noch nicht alle so kennst, klar. Option. Ach so, nachladen. Achso, ist nachladen, ne? Ja. Als Zombie grüllst du dann dich kurz in so eine Außenhöhle. Genau. Kommt, Minions! Und ja, ich bin eine Frau. Und die machen sich gleich daran, die Tür, die ich offensichtlich zerschlagen kann, kaputt zu machen. Minions! Minions, mach die Tür kaputt! Au. Aua! Was du das gerade? Ja, wie sonst? Ich wollte sagen, wie viele Menschen laufen hier noch auf diesem Server rum? Hab ich doch geahnt, dass ihr da seid. Ich wollte die alle vor dir weglocken. Direkt unter dir übrigens war der Bereich, wo wir gerade rein wollten, wo du beim Rückwärtslaufen dann gestorben bist. Ach so, okay. Ja, ich hatte das ja von außen noch nicht gesehen. Aber ich glaube, ich breche das mal ab. Die Aufnahme gleich. Und werde mich von meinem Herzkasper, den ich gerade habe, immer holen. Ja, es ist ein sehr gutes Spiel, aber ich glaube nicht, dass ich ziemlich viel Zeit damit verbringen werden kann. Boah, nee, ich muss hier raus. Tut mir leid. Ja. Das ist tatsächlich noch das Entspannendste. Also in den Hunteds, wo halt die Zombies rumlaufen und dich die anderen Spieler noch jagen, da geht's gar nicht ab. Also das finde selbst ich nicht mehr feierlich. Weil du da wirklich nur hoch, also das, wenn du nur irgendwie nicht ganz bei der Sache bist, geht's gar nicht. Das musst du wirklich hochkonzentriert spielen. Das zieht weil dich natürlich dann rein, das Spiel auch, ne? ja, also ich glaube, wenn man dafür ein bisschen anfällig ist, dann hat man da richtig Probleme Ich mit. hatte, ich, das geht hier schon, also das ist. Also alleine würde ich das nicht spielen können, auf keinen Fall. Jetzt so gerade ging das noch, aber dann auch nur für die gewisse Zeit, ne? Ja, ich breche mal die Aufnahme ab. Das war witzig, auf jeden Fall.